Ja, servus, liebe Shisha-Freunde, das Shisha-Wanders-Team mit Shisha Oli 85 und mir Big2B wieder am Start. Wir haben heute ein sehr interessantes Review für alle, die Alvaha mögen. Und ja, das ist, geht eigentlich alle da draußen was an, weil es eine interessante Sache ist, die es ja, mit solchen Komplikationen noch nie gab. Viele wissen ja, dass Alvaha vom Markt genommen wurde, weil, oder das heißt vom Markt genommen, der Zoll hat Alvaha eben überprüft. Und hatte dann festgestellt, dass der Tabak zu feucht ist. Wer hat's gedacht? Und daraufhin wurde dann der Tabak komplett vom deutschen Markt weggenommen oder rausgenommen. Dann war er kurze Zeit mal in Frankreich wieder erhältlich. Da hat er aber dann zum Kotzen geschmeckt, laut den ganzen Leuten, die probiert haben. Und jetzt hat sich Alvaha endlich was überlegt, was hoffentlich auch eine gute Entscheidung war. Und zwar ganz normal wie immer 200 Gramm 13,50 und dazu eine Alvaha Molasse Mix dazu. Die passende Molasse zum Tabak gibt es dann noch dazu. Die muss man sich dazu kaufen. 250 Milliliter, Costa Quanta 5,90 Euro. Und ob das funktioniert und wie das Ganze schmeckt, das zeigen wir euch jetzt. Ich habe zum Vergleich auch eine Dose noch hier vom 11.2012. Das ist also noch die alte Produktion, da wo es schon feucht war und alles perfekt eigentlich war. Und das ist die neue Produktion, und zwar 5/2013, Blue Banana, wo eben man diese Molasse man sich dazu kaufen muss. Ja, und wir haben hier auch noch Nem Nem dazu gekauft, auch 5/2013 und dann auch eben die passende Molasse. Olli macht mal sein Nem Nem auf, ich mach mal den Blue Banana auf. Und dann werden wir gleich mal schauen. So, ich zeig's euch mal ganz kurz aus der Nähe. Hier haben wir das Steuersiegel mit 13,50 Euro. Wenn das irgendwann mal anzeigt. Ja, jetzt müsste man es eigentlich einigermaßen erkennen können. Und die passende Molasse dazu. Alvaha Molasses Mix. Und die Dose passend noch dazu. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und dasselbe gibt es dann eben auch noch bei Nem Nem. So sieht das Ganze dann bei Nem Nem aus. Gut, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ich versteuere dich geschwind. Na, sehr gut, danke. Bin ja mal billig heute. Pass mal auf, tu mal die, den Deckel her. Lass mal den Deckel, dann tun wir nämlich mal den Tabak auch mal raus, dass man den gleich mal sich angucken kann. Kannst du da vielleicht ein bisschen was drauf geben. Ach, das Ganze kommt auch wieder im gleichen Zipper wie vorher auch. Oder halt in diesem Beutel ist er eigentlich schon Zipper, wenn man da dann das wieder verschließen kann. So. Geruch ist richtig scheiße. Riecht gar nicht mehr wie der alte. Nee. Der riecht richtig kacke. Ein bisschen riecht ein Blue Banana raus. So, und jetzt kommt das, wo dann jeder sich denkt, what the fuck. Beim Olli ist jetzt gar kein Beutel dabei. beim Olli ist gar kein Beutel dabei. Ja, aber schaut euch mal an, wie trocken das Teil ist. Sieht aus wie dumm. Das sieht wirklich aus wie dumm, ja. Und ja, meiner sieht auch nicht viel besser aus. Wenn man sich das jetzt hier so anguckt, staubtrocken. Das ist jetzt wahrscheinlich die reguläre Grenze. Und der Geruch, ganz, ganz schwach. Also der ist so gut wie, der hat überhaupt keine Feuchtigkeit eigentlich. Man riecht eigentlich nur den Tabak. Und einen ganz leichten, weiß nicht, so ganz also leichten Geruch. Also meiner riecht säuerlich, das riecht man schon. Ja, bei dir riecht man es auch, bei mir riechst du fast nur Tabak. Ja, stimmt. Ja? Bisschen Banane, Blue Banane, wie man kennt, riecht man schon. Ja. Aber es ist wirklich. So, jetzt gebe ich mal hier. Alter, der bröckelt richtig. Das sind alte Zeiten von den Anfangszeiten, wo ich angefangen Shisha rauchen. Da hat der Tabak fast immer so ausgeschaut. So, hier haben wir den trockenen Tabak und hier haben wir den feuchten Tabak. Sieht man gleich auch von der Farbe her viel dunkler das Ganze. Ja, und jetzt möchte man natürlich die Feuchtigkeit wieder haben. Und jetzt ist es natürlich auch die Frage, wie bekommt man die Feuchtigkeit wieder hin? Ganz klar mit diesen Molassen, die man dazu kaufen muss. Also man sollte es ja auf jeden Fall mitkaufen, weil so würde ich niemals einen Tabak rauchen. Niemals. Weil so schnell wie der Tabak verbrennt, könnt ihr gar nicht schauen, wie ihr dann abhustet. Ja, und wir geben jetzt den Tabak einfach in die Dose mal rein. Ihr solltet aber, wenn der Tabak dann vollkommen eingezogen ist, den Tabak dann in einen Zipper reingeben, weil die Dosen nicht hundertprozentig dicht sind. Ja? Jetzt aber so für die Zeit, bis es eingewirkt ist, reicht es aus, wenn man hier reintut. Das ist gar kein Problem. Aber dann für die Zukunft bitte unbedingt einen Zipper oder irgendwas anderes nehmen. So Lockdosen oder wie die heißen. Dann ist das Ganze sicher. Jetzt muss ich gerade niesen, dann ist es weg.
Gut, kannst du ja mal aufdrehen und mal riechen an deiner Molasse. Die riecht bestimmt ziemlich heftig, kann ich mir schon vorstellen. Die stinkt. Wie die Sau. Die stinkt. Ja, aber man riecht schon. Also man riecht auf jeden Fall. Orange also, oder ich sag mal raus. So, wenn man jetzt nicht ganz so nah hingeht, dann riecht man es. Aber zu nah darf man nicht. Das riecht am Das sind jetzt die trockenen Varianten mit Nem-Nem und Blue Banana. Also trockener geht es eigentlich gar nicht. Das ist wirklich Urzustand. So, jetzt mache ich mal mein Blue Banana auf. Richtig. Boah, das ist viel zu intensiv. Also richtig Konzentrat hier, heftig. Das ist Wahnsinn, ja. So, Blue Banana, jawohl. Und das Ganze komplettes draufgeben. Die richtigen 250 Milliliter Vollgas drauf. Full Gas. Richtig schön. Jawohl. Ja, da der Tabak so trocken ist, denke ich mal, würde das die Molasse auch gut aufziehen. Das Gute ist aber, das prallt richtig innen drin ab, das ist fast komplett leer dann. Ja. Also bei mir zumindest. Wir haben das Ganze auch vorher mal nachgewogen. Eine leere Dose wiegt 53 Gramm. Ja? Eine volle Dose mit Tabak ohne Feuchtigkeit. Ja, also mit Blue Banana, so wie man ihn jetzt kaufen kann, wiegt 269 Gramm, inklusive Dose. Ja? Und jetzt inklusive Dose mit der Feuchtigkeit haben wir ein Endgewicht von, leg mal drauf auf die Waage. Gut. 504 Gramm. 504 Gramm. Also ein halbes Kilo Tabak, fast. Also wir sind ungefähr bei 450 Gramm Tabak. Sogar noch ein bisschen mehr. Bisschen Tabakhersteller hat uns sogar ein bisschen was geschenkt. Also zwischen 10 und 15 Gramm sind teilweise mehr drin. Wir gehen aber von 450 Gramm aus. Genau. Ja, und es ist auch richtig schwer. So schwere Alvaja-Dosen hatte ich noch nie in der Hand, was 200 Gramm angeht eigentlich. Ja, das Ganze, wie sieht das jetzt aus? Es ist schon bei mir ziemlich gut verschwunden, das Ganze. Man sieht oben dann, ob es ein bisschen rot ist. Beim Olli dauert es noch ein bisschen. Bei dem sieht man es noch oben. Da ist noch gut was voll. Wichtig ist jetzt, laut Hersteller soll der Tabak eine Woche lang ziehen lassen, ja, bis das vollständige Aroma vorhanden ist. Ja. Man sollte auch gelegentlich immer wieder mal umrühren, den Tabak. Das soll auch ganz wichtig sein. Deswegen, die Feuchtigkeit sammelt sich ja jetzt immer unten. Richtig, und deswegen solltet ihr den Tabak auch jeden Tag einmal umrühren und dann... Nach einer Woche, wenn ihr jeden Tag ein, zweimal umrührt, sollte das volle Aroma und der Tabak auch voll oder die Molasse voll eingezogen sein und das alte, gewohnte Alvaja-Aroma, also der Alvaja-Geschmack, wieder verfügbar sein, genauso wie früher. Ja? Der Schnitt vom Tabak hat sich nicht viel verändert. Oder? Was meinst du zum Schnitt? Typisch Alvaja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, hat sich sind etwas größere Stückle dabei, ein bisschen. Kleinere Ästler dabei, also ja. Normal. Genau, und das solltet ihr jetzt auch machen. Was halt negativ gleich von Anfang an ist, man kann halt nicht gleich sofort rauchen. Man muss den Tabak auf jeden Fall anfeuchten. Es gibt auch ein paar Leute, die probieren das Ding schon nach dem Tag. Da schmeckt es auch schon nicht schlecht, ganz klar. Aber wie gesagt, das volle Aroma ist erst nach circa einer Woche Einziehen vorhanden. Ja? Einfach die Dosen wieder schließen. Die machen eh nicht hundertprozentig dicht. Deswegen einfach schließen, jetzt einfach einen Tag warten, dann nochmal ein bisschen umrühren und dasselbe natürlich mit dem Nem-Nem machen wir natürlich dann auch. Und ja, wir werden natürlich dann euch das Endergebnis dann nach einer Woche auch zeigen. Ich werde aber auch morgen ganz kurz mal den Tabak kurz filmen und euch zeigen, wie er jetzt dann aussieht und dann einfach nach einer Woche wieder. Und dann sehen wir, was der Tabak... Sprich im Prinzip gleich im Anschluss dann. Genau, ja, genau. Und dann sieht man ja gleich, wie der Tabak die Molasse aufgenommen hat, weil dann werde ich dann auch den Tabak in den Zipper reingeben und dann sehen wir ja, wie viel Molasse am Ende noch unten rumschwimmt. Und wenn das nicht mehr viel ist, dann wissen wir genau, dass er viel aufgenommen hat. Jetzt so kurz. Der Olli hat sich eine schöne Rechnung gemacht. Genau, preislich, dass ihr wisst, genau. Ungefähr, was ihr jetzt sparen könntet. Viele Leute werden gleich von Anfang an sagen, warum muss ich jetzt für eine Molasse 5,90 Euro noch zahlen? Da muss ich ja nur mehr zahlen und habe ja trotzdem bloß Alvaja Blue Banana. Was habe ich da davon? Ja?
ihr habt ganz klar viel mehr Tabak am Ende davon und zahlt viel, viel weniger. Und wie viel weniger hat der Olli euch ausgerechnet? Also ihr zahlt jetzt für so eine Dose, wenn ihr sie jetzt kauft, 19,40 Euro zusammengerechnet. Mit dieser Molasse. 200 Gramm Tabak plus 250 genau. Milliliter Molasse. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt nur mit 450 Gramm rechnen, also sprich, ihr habt ja plus minus 10, 15 Gramm dazu. Ganz normal. Also plus sogar, ganz normal. Aber wir rechnen nur mit 450 Gramm. Richtig. Dann würdet ihr laut alten Preis umgerechnet 30,38 Euro jetzt bezahlen. Für 450 Gramm sprich, Tabak. Sprich, ihr hättet ja zwei Dosen und nur 50 Gramm eigentlich. Genau. Kostet, wie soll ich sagen, 450? Also 450 Gramm wären dann 30,38 Euro, aufgerundet 30,37,5 eigentlich. Und somit habt ihr jetzt eine Ersparnis von diesem Tabak zum alten Tabak von 10,98 Euro, also sprich 11 Euro habt ihr gespart. Also ihr kriegt fast eine zweite Dose gratis. Genau, kann man so sagen, fast eine zweite Dose gratis. Genau, und wenn es dann genauso schmeckt wie früher, dann kann ja eigentlich gar nichts Besseres geben wie sowas zum Anfeuchten. Und das wollen wir rausfinden und deswegen sehen wir uns dann gleich im Anschluss wieder. Dann zeige ich euch, wie das Teil nach einem Tag ausschaut. Und dann gleich darauf nochmal im Anschluss, wie das Teil dann nach 7 Tagen dann ausschaut. Und dann werden wir es auch vergleichen mit alt und mit neuem Blue Banana. Und dann werden wir sehen, was wir dann am Ende für einen Geschmack haben. Genau. Alles klar, bis gleich. Ja, servus, liebe Shisha-Freunde. Wie versprochen, zeige ich euch heute nach ungefähr einem Tag einziehen, der Molasse in den Alvaja-Tabak mal wie er ausschaut. So. Wie man schon sehen kann, er ist ziemlich feucht. Aber das Besondere dran, er ist gut eingezogen. Es läuft kein Tabak raus. Selbst wenn ich jetzt hier unten den Tabak ein bisschen nach vorne schiebe, sieht man schon, da ist kaum Molasse. Also die hat sich wirklich super in den Tabak schon nach einem Tag eingezogen. Absolut genial. Und so muss es sein. Also wenn jeder Tabak so schnell einziehen würde, also die Molasse so schnell einziehen würde in den Tabak, dann wäre es genial. Also das ist, hat Alvaja echt super gemacht. Das funktioniert einwandfrei. Und ja, jetzt warte ich trotzdem noch die Woche ab, rauche den Tabak dann mit euch oder ich zeige euch den Tabak natürlich dann im Test, wenn er dann 7 Tage eingezogen hat, aber ich denke, da wird auch nicht mehr viel weiteres passieren. Ich werde den Tabak ganz normal pro Tag 2-mal umrühren und ja, dann warten wir das Endergebnis ab. So bin ich schon wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Tabak, also wirklich 1A top, kann man wirklich gar nichts sagen, so muss das sein. Und ja, ich bin schon auf den Geschmackstest gespannt und das zeigen wir euch dann beim nächsten Video. Bis dann oder gleich im Anschluss. Ja, servus liebe Shisha-Freunde. Jetzt geht's los mit dem dritten Part. Ich sag nicht hallo, hab ich vorhin schon. Genau. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Und zwar hier drinnen, ich habe mir jetzt in einen Zipper umgefüllt, den Tabak. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich zeige ihn euch mal in die Kamera. So schaut das Teil aus. Also richtig viel Tabak im Endeffekt. Und die Molasse hat sich wirklich gut eingesaugt. Wie man sehen kann, es kommt keine Molasse raus. Und ja, den probieren wir jetzt natürlich dann im Vergleich mit dem alten Alvaja Tabak. Du kannst ja mal kurz ein bisschen was in den Kopf reingeben. Dann gebe ich schon mal den neuen in den Kopf rein. Und dann machen wir mal den direkten Vergleich. Wir können ja auch mal am Geruch jetzt mal gucken, ob der großartige Unterschied jetzt ist mittlerweile. Übrigens 7 Tage eingewirkt haben wir das Ganze. Mal schnell da riechen. Riecht anders, finde ich. Der riecht ein bisschen anders. Ich finde der riecht nicht so stark nach Blaubeere. Also ich finde, der riecht eher ein bisschen stärker nach Banane und ich finde, der riecht intensiv, so künstlich nach Blaubeere, finde ich. So ein stechender Geruch. Ich finde, dass hier eher der, ja, so säuerlicher Geruch da mehr ein bisschen, aber im Gegensatz zum ersten Tag, fast identisch. Gut, beim ersten Tag war der Geruch von dem trockenen Alvaja, sagen wir jetzt mal, wo man angefeuert haben, sehr intensiv, sehr chemisch. Da hat es
hat es richtig nass vollzogen. Danach da war es so schwindelig, so intensiv hat der gerochen. So, jetzt geben wir mal den neuen Alvaja und den alten Alvaja in die Tonköpfe. Und dann schauen wir uns mal das Bild ein bisschen genauer an. Dann können wir gleich was dazu sagen, wie es ausschaut vom Schnitt und so weiter. Ob sich da was geändert hat, großartig nochmal. Aber da sind wir ja beim ersten Teil schon mal kurz drauf eingegangen. So. Du hast kurz meine Hände waschen. Oder du kannst ja kurz... Ich muss ja meine Finger auch mal saubern. So. 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 Gut, dann schauen wir uns das mal genauer an. Also, wie man schon sehen kann, na, komm erst mal rein. Was? Was war denn das für ein komisches Warzenschein? So, keine Ahnung, was wie man schon sehen kann, die Farben sind unterschiedlich. Neuer Alvaja rot, da, wegen der Molasse. Und der alte Alvaja ganz normal braun. Und der rote ist aber auch erlaubt in Deutschland, weil das ja eine nachträgliche Molasse ist und nicht im Tabak schon enthalten ist, die Farbstoffe. Und deswegen darf man die so verkaufen. Ja. Es ist aber nur, also nach meiner Meinung ist ganz, ganz minimaler Unterschied bloß vom Geruch. Ja, jetzt wenn ich sie direkt nebeneinander halt. Aber es stimmt schon, leicht, also man riecht schon einen kleinen Unterschied. Man hat schon einen kleinen Unterschied, das stimmt. Ein kleiner Unterschied riecht man. Nicht viel. Hier kriegst du auch gleich hin. Nicht viel. Im Endeffekt ist es wirklich nicht viel Unterschied vom Geruch. Hoffen wir mal, dass auch nicht viel Unterschied ist vom Geschmack. Das ist ja das Wichtigste. Er muss ja schmecken. Wie er riecht, ist ja eigentlich egal. Wichtig ist, dass er gut schmeckt. Das ist das definitiv Wichtigste. Ja, wir machen auch dasselbe Setup, deswegen auch die gleichen Köpfe. Zweimal Tonkopf, zweimal eine Lage KS Alu Spezial und einmal Komplettlochung bei jedem. Du hattest jetzt den alten Alvaja, ne? Ich hab den alten, ja, der braune. Genau. Gut. Ach, du machst Stück. Das geht schneller. So, also merke, neuer Alvaja, alter Alvaja. Platz? Ja, sicher da auf dem Luft, aber okay. Achso, Moment hier. Lurgatz, dann nehmen wir es jetzt einfach. Sag es zum Vertreter von shishavereiber.de in Gruß. Jawohl. Schickert es uns zu mir. Ins Büro. Ins Büro. Liebe Grüße an den Franz. Der hängt immer noch an unserer Wand mit seinem Expert-Tipp. Jo. Da stickt der eine schon wieder. Ja, nichts denken, wir haben noch einen Gast bei uns. Und zwar das ist der Stefan vom Shisha Forever Team, der beim Livestream ab und zu immer dabei ist. Aber der ist halt so hässlich, deswegen heute, kommt er in die Kamera. Nee, ich wollte sagen, er ist heute ungeschminkt, deswegen ist er heute nicht in der Kamera. Ja, deswegen ist er ja hässlich. Oh ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ja gut, dann legen wir los ohne Kohlen, oder? Ja genau. Warte. Mal schauen, die Kohlen müssten eigentlich schon soweit sein. Eigentlich ja. Was man auch gleich noch vorweg sagen kann, was den Tabak angeht mit dem Rauchen und so weiter, kann der Olli gleich noch was dazu sagen. Ja. Also. Warte. Also. Olli, hast du gesagt? Ja, ja, ich bin fertig. Bitte? Platz, ja? Ja, ich bin jetzt fertig. So, jetzt darfst du loslegen. Also. Ich habe ja die Nem-Nem gleich einen Tag später geraucht, weil ja viele geschrieben haben, ach, den kann man einen Tag später gleich rauchen und man muss nicht einziehen lassen, ba, 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 ba. Blöds Geschwätz, habe ich mir gedacht. Habe ihn einen Tag später natürlich probiert und muss sagen, man kann ihn auf jeden Fall sogar wirklich rauchen nach dem Tag. Aber man muss aufpassen, man merkt auf jeden Fall, dass die Molasse unten in dem Behälter immer noch sehr stark vertreten ist, also noch nicht richtig eingezogen. Der Geschmack war auf jeden Fall gut. Allerdings nach ein paar Tagen mehr Rauchen war der Geschmack noch ein klein wenig intensiver. Also Leute... Also Olli hat zweimal geraucht, einmal wo er einen Tag eingewirkt hat und einmal wo er glaube ich drei oder vier Tage eingewirkt genau, war. Genau, da war es schon besser. Genau, und jetzt haben wir das Endprodukt eigentlich so, wie es der Hersteller empfiehlt. Und zwar nach eben einer Woche.
aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Tabak nur das am zweiten Tag eingewirkt war, also zwei Tage lang eingewirkt war, habe ich auch einen Testkopf geraucht zu Hause und ich war auch schon positiv überrascht. Aber jetzt schauen wir mal, was nach 7 Tagen passiert. Ich fange jetzt mal mit dem bekannten alten Albaha an. Da hänge ich auch gerade dran, oder? Stefan probiert schon beide gleichzeitig. Gut, der alte ist bekannt bei mir, den habe ich ja so oft schon geraucht. Der wurde jetzt eigentlich nur noch geraucht, dass wir wirklich einen direkten Vergleich haben. Jo. Schmeckt so wie ein Albaha Blue Banana schmecken soll, der altbekannte. Schön nach Blaubeere, aber auch mit bisschen Banane dabei. So, und jetzt ziehen wir uns mal den neuen rein. Lecker, da waren gerade die ersten zwei Züge so richtig geil, nämlich nach WD-40. Hab bestimmt der Rupp wieder geputzt. Nö, ich, aber ich hab gescheit mit Wasser, nein. Was wird das San Antonio, oder? Ausnahmsweise nicht. Ja, die Shishas müsst ihr ja eigentlich auch kennen. Wir haben hier die NPX am Start und die Amy Princess. Ich weiß gar nicht mehr, was wir beim ersten Part gehabt haben für Shishas. Ist ja egal. Einfach ein bisschen zurückspulen, falls jemand interessiert. Beim ersten Part haben wir gar keine gehabt. Da haben wir es ja bloß erklärt. Achso, stimmt, da haben wir ja gar keine aufgebaut gehabt. Stimmt, die haben wir ja auf Zeit getan. Ja, richtig, dachte man gerade, wir haben doch gar keine. Die haben wir ja auf Zeit getan beim Erklären. So. Also, der neue braucht ein bisschen länger beim Anrauchen, merke ich gerade. Wenn wir jetzt den alten nehmen. Kommt schon ein bisschen mehr Rauch. Unser aber Shisha Max sind die Batterien ausgegangen anscheinend. Genau. Aber der Geschmack kommt beim neuen eigentlich auch schon gut durch. Muss man aber jetzt noch ein bisschen warten, bis er sich vollkommen entfaltet, der Geschmack. Ich werde jetzt mal beim neuen ein bisschen die Kohlen weiter reinschieben. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie es ausschaut mit dem neuen. Da er ja feuchter ist wie der alte Albaha, braucht er natürlich auch ein bisschen mehr Hitze. Ist ja klar. Und deswegen hauen wir jetzt ein bisschen die Kohlen weiter rein, nicht zu weit. Wir wollen ja nicht, dass es irgendwann drückt oder sonstiges. Ich glaube, der Janik, wenn zugucken würde, der würde jetzt so gern hier wahrscheinlich in der Mitte sitzen. Sein Lieblingstabak rauchen von Albaha. So, jetzt kommt er schon. Sieht man schon, kaum haben wir es ein bisschen leider reingerückt, schon geht er mehr ab. So, jetzt müssten wir ungefähr auf dem Gleichstand sein. Aber mittlerweile sind beide ziemlich gut geschmacklich, aber ich schmecke einen Unterschied. Ja, du auch? Ich finde aktuell, dass der ein klein wenig lascher schmeckt. Der schmeckt ein bisschen intensiver, finde ich. Bei dem schmeckt ein bisschen intensiver raus, aber es ist eindeutig. Also gute, ich sag mal so 15% Unterschied bestimmt. Also ich finde, der Unterschied ist nicht sehr groß. Man schmeckt aber den Unterschied geschmacklich, ja. Aber sie schmecken beide sehr, sehr lecker nach Blue Banana. Ja? Wie du aber schon sagst, du schmeckst hier mehr Banane. Das ist richtig, weil hier schmeckt man das intensivere Blaubeere mehr. Ja. Also ich finde auch, dass, klar, der schmeckt ein bisschen intensiver, der alte, weil da mehr Blaubeergeschmack dabei ist. Und der Blaubeere ist ja ein sehr starker Geschmacksträger. Und Banane, wenn das gemischt wird, geht die Banane meistens immer verloren oder halt weiter zurück vom Geschmack. Und da muss ich sagen, beim neuen ist der Banane mehr im Vordergrund. Finde ich auch gut. Und aus dem Grund finde ja ich dafür auch diesen besser. Weil da schmeckt mal die Banane bloß so im Hintergrund mittlerweile, ja. Weil das schon sehr intensiv nach Blaubeere mittlerweile ist. Ich weiß nicht, ob das die Mischung ausmacht oder ob der immer schon so war, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr.
Aber er schmeckt schon intensiv nach Blaubeeren, deswegen schmeckt man die neue Version schon besser. Ja, also ich finde auch, die neue Version schmeckt mehr nach Banane. Blaubeere ist zwar auch noch dabei, aber nicht so intensiv wie beim alten und das finde ich besser. Genauso gleiche Meinung wie beim Olli. Ja, bleibe dabei. Aber wie gesagt, beide natürlich sehr lecker. Ja, also kann man die neue Sorte, die neuen Sorten von Alvaro, oder halt die neuen Produktionen von Alvaro kann man ohne weiteres, ohne Bedenken kaufen. Bin sehr zufrieden mit der neuen Produktion, auch schon nach dem zweiten Tag war ich zufrieden damit. Jetzt ist der Geschmack noch ein bisschen intensiver geworden, muss ich sagen. Also es lohnt sich schon, ihn ein bisschen länger einwirken zu lassen und öfters mal umzurühren. Nach zwei Tagen ist er noch nicht so stark eingezogen oder halt nicht so intensiv gewesen vom Geschmack wie jetzt. Aber man kann, wer es nicht aushaltet, so lange ohne Alvaro, der kann natürlich danach nach zwei Tagen auch gleich rauchen. Aber ihr werdet dann merken, sobald er länger eingezogen ist, ist der Geschmack auch stärker. Aber eine Kaufempfehlung gibt es gleich doppelt und dreifach raus, weil man erstens mal einen Haufen Geld spart und zweitens, weil der Geschmack geil ist. Und so soll es sein. Wir haben es euch ja ganz am Anfang schon erklärt, was ihr euch spart. Über 10 Euro spart ihr euch im Endeffekt. Bekommt fast ein halbes Kilo Tabak und besser geht's ja eigentlich gar nicht. Das ist das Beste, was Alvaro eigentlich machen konnte, nachdem wo der Zoll zugriff. Wenn man jetzt so an den Elements denkt, selber anmischt Tabak, der schmeckt mir persönlich gar nicht. Kann also man nicht vergleichen. Der Mad Dog, den konnte man mal rauchen, das war nicht so ein Problem, aber hier merkt man wirklich, dass das eine ganz andere Molasse ist. Das merkt man. Bei dem Elements hat man manchmal das Gefühl gehabt, dass er richtig drücken anfängt. Das ist jetzt bei dem gar nicht der Fall. Das ist genauso wie wenn er kommt einfach. Kommt aber so auch auf die Mischung drauf an. Ja, klar. Aber man hat rausgeschmeckt, dass man den selber angemischt hat. Ja, ne? Einwandfrei gibt es auf jeden Fall die Kaufempfehlung raus für die neue Alvaro-Produktion. Ohne Probleme. Kauft euch den. Gibt es gar nichts zu meckern. Ganz klare Kaufempfehlung. Also. Kein negativer Punkt, außer dass man halt einwirken lassen muss. Das ist der einzige Kritikpunkt, dass es halt nicht mehr ready to smoke ist, sondern dass man halt erst anfeuchten muss. Wenn ihr eben bloß 2-3 Mal in der Woche raucht, dann raucht ihr halt 2 Mal circa maximal ja den noch nicht ganz angefeuchtet, danach ist er ja eh einzogen komplett. Ja, aber man kann halt nicht gleich rauchen. Richtig. Wenn man jetzt gleich einen Tabak haben will, geht halt nicht. Aber das ist auch der einzige Minuspunkt bei dem Alvaro, bei den neuen. Aber ansonsten gibt es da nichts Negatives zu sagen. Absolute Kaufempfehlung. Bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Jo, dann haben wir eigentlich alles Wichtige genannt. Zu kaufen gibt es den neuen Alvaro bei mir im Shop. shop.shishaforever.de. Momentan habe ich nicht alle Sorten auf Lager, weil wir zu wenig geliefert bekommen haben. Wir haben deutlich mehr bestellt, haben aber viel zu wenig bekommen. Aber ich denke, das sollte in naher Zukunft dann wieder alle Sorten auf Lager sein. Die altbekannten Sorten natürlich auch. Und ja, kauft ihn euch. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Tabak. Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch mit diesem Video weiterhelfen konnten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Review natürlich wieder. Und bis dahin, macht es gut. Euer Shisha Warentest Team mit Shisha Olli und mir, Big2B. Servus!